Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vault-Tec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Vault 76 unsere Zukunft beginnt. Hi Leute, wir spielen Fallout 76, ihr seht schon. Ich habe mal die Charakterüberspringung erstellt, die Charaktererstellung übersprungen. Und wir spielen das zusammen mit Knallfall und dem Rob. Absturz zockt, ja. Der kennt das Spiel natürlich noch nicht, war ja klar. Also der kennt es vom Hirnsagen. Okay, wir wählen uns mal hier aus der Vault raus irgendwie und vor der Vault treffen wir dann die anderen. Guck mal hier rein, was gibt's denn? Terminals können Holobänder enthalten. Drücke X, um ein Holoband auszuwerfen oder eins zu laden. Wir spielen den ganzen Spaß am PC, ich mit dem Controller, wahrscheinlich der Rob nicht. Mein Tisch knarrt wie immer. Heute ist es soweit. Der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit, sie sind bereit. Amerika wartet auf uns, also brechen wir auf die Aufseherin. Sie sind eingeladen. Wer? Alle. Wann? 22 Uhr. Ich will jetzt aber auch nicht alles vorlesen, Leute. Wisst ihr, ihr habt da selber Augen zum Lesen. Ich mach mal das Holoband, weil ich habe den Anfang schon mal gespielt. Wir haben das schon mal gestreamt mit der Anne. Okay. Nougat-Tapper. Ein Game im Game. Okay, die wollen Bier. Das ist genau mein Ding. Ja, gut, zurück. Level 2. Oh. Roboter trinken, okay. Ah. Gläser her. Was ist denn das, ey? Ja, okay, genug erstmal, Leute. Wir müssen hier raus. Die anderen warten dann vor der Vault schon. So, was gibt's hier noch? Lalalala.
la, die Musik, was ist das? Unser Pip-Boy. So, ich habe mal die Außenansicht, also die Third Person. Spiel damit lieber. Mag das Ego nicht so. Wird mir meistens übel. Kommt immer auch drauf an, welche Engine das Spiel benutzt. Der Hop rennt bei uns in der Vault rum. So, verlassen wir mal den Raum, Alter. So. Mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Wo müssen wir denn hin? Da hoch? Ich habe eine eigene Mission. Draußen in Appalachia. In Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. So, was hat er denn hier? Ansage erfolgt erneut in 24 Stunden. Könnt ihr mal bitte die Fresse halten? Oh, jetzt habe ich das genommen. Verdammt. Ja, wir müssen ja erstmal die Station ablaufen. Das ist ein kleines Tutorial. Ist das höchstwahrscheinlich. Haben Sie diese Ansage nicht auch langsam satt? Ja, habe ich. Sie wird seit Monaten jeden Morgen abgespielt. So. Was die Appalachia angeht, ich schätze, da hoch. Das wird schon alles gut werden, Leute. Ah, einer der letzten Bewohner von Vault 76 erwacht. Wieder einmal. Da müssen wir nach hin. Vergessen Sie Ihr Camp nicht. Das ist übrigens wichtig da. Draußen. Öffne deinen Pip-Boy und drücke LB. Wie öffnet man den Pip-Boy? Ach so. LB? Da geht ja nicht. Okay, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist schon eine Weile her. Fallout 4 habe ich ja auch voller Imbrunst gezockt. Aber nicht Let's Played. Müssen da lang. Wie kommen wir denn dahin? Seien Sie vorsichtig, wenn Sie rausgehen. Finden Sie Freunde. Zusammen sind wir stark und so. Vault-Tec-Bericht. Oh Gott. 25 Jahre nachdem sich die Vault-Türen geschlossen haben, bababa, könnt ihr ja lesen. Pause drücken und lesen, Leute. Kennt das schon? Ich habe das schon mal alles durchlaufen hier, den Anfang. Rahmenbedingungen. Aber ich klicke das mal an. Für euch. Damit ihr es auch lesen könnt. Alltägliche Pflichten. Oh mein Gott. Oh, da war ich zu schnell. Wollt das noch mal? Ja. Wer Fallout von euch gespielt hat, dann braucht da eigentlich keine Erklärung dazu. Wo geht das jetzt mal? Gibt's ein Holoband? Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. So, dann verlassen wir mal die Vault, oder? Das Überleben draußen wird ein Killerspiel sein.
sein. Dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion. Oder kurz gesagt, sehr eingängig. Was gibt's hier? Sir, weiterhin vorzugeben, es sei Rückeroberungstag, würde selbst Skillkarten, okay. Überstanden. Charisma, ja, ich bin ein sehr charismatischer Mensch. Denke ich jedenfalls. Hören Sie nie auf zu lernen. Machen Sie das Beste aus sich. Habe ich das jetzt ausgewählt? Ich hoffe doch. Also auch diesen beknackten Partyhut auf. Denken Sie an eines der vielen, vielen Mottos von Vault-Tec. Wer schwer arbeitet, ist schwer glücklich. Wo müssen wir denn hin? Oh mein Gott. Schon wieder hier hinten? Hier war ich doch gerade. Hier sind es Jobs. Ich nenne es eher Skill. Irgendwie haut das hier nicht so richtig hin. Oder? Doch. Und wir verlassen die Vault. Auf Wiedersehen. Hallo. Ciao. Arrivederci. Tschüss, Mathieu. Goodbye. Vaya con Dios. Buen viaje. Auf geht's in die Wildnis. So, draußen sind wir. Ich verrecke. Draußen sind wir und der Knalli steht schon da. Sieht das nicht schön aus hier? Sie ist das nicht wunderschön? Aber die Sonne geht doch langsam unter, ne? Das ist ja noch schöner. Dunkeln. Der Rob, der findet sich nie raus. Der wird Alter, drin. Du hast den Partyhut auf. Ne, Geburtstag, der 25. Jahrestag, Alter. Der Rob findet nie raus, oder? Der wird da drin sterben. Was? Nee. Wird geladen, Stufe 2 steht bei mir. So, Ärger im Wayward, sprich mit Pennington. Gehen wir gleich mal hin. Wo ist denn der? Wo ist denn Pennington? Na, warte nochmal, Frau. Da ist er. Es dauert immer so lange bei dem, ich hab keinen Bock mehr auf den zu warten. Wo müssen wir Ärger denn jetzt Wayward entlang? Knalli. Wo muss ich hin? Na, mit Pennington. Der Rob will unten sein. Hier ist der Pennington. Wo? Ah, hier oben. Ach, das ist ein Robi. Hey, es war eine Mikrowelle. Diese jungen Damen da unten wirken außerordentlich lebendig. Sie haben bisher keinen Kontakt aufgenommen. Aber vielleicht könnten sie mit ihnen reden, ihre zivilen Absichten verifizieren. Ey, was war das? Nur, dass sie wohl persönliches Interesse daran haben, den Vault zu betreten. Eine wirkte verstört, als ich sagte, dass dies unmöglich sei. Aber ich bin nicht sicher, ob sie mir geglaubt hat. Ich halte hier bereits lange genug Wache, um zu wissen, dass die Leute außerhalb des Vaults nicht immer die besten Absichten haben. Ich sage es nicht gern, aber es ist so. Bis vor kurzem war es außerordentlich friedlich hier. Ich blieb auf meinem Posten, begrüßte Nachzügler aus dem Vault und ergötzte mich an der natürlichen Pracht von Appalachia. Aber kürzlich scheinen Menschen nach Appalachia zurückgekehrt zu sein. Diese zwei und noch mehr. Von der Nicht-Vault-Sorte, meine ich. Alles höchst beunruhigend. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Nun ja, aber es ist eine Weile her. Aber sie war eine einfallsreiche Frau. Es geht ihr sicher gut. Hat jemand von euch die Aufseherin gesehen? Was? Hast du die Aufseherin gesehen? Nee. Wenn sie die Treppe runtergehen, dann stehen dort noch welche. Ich kommuniziere noch.
Passen Sie auf sich auf, Sir. So, okay. Let's fets hier, Party. Was hast du für eine Eigenschaft ausgewählt, Rob? Ich hab Charisma. Ich red grad. Weil ich so ein charismatischer junger Mann bin. Okay, also hier unten habe ich. Sei ruhig, ich rede gerade. Wollte ich nur ein paar freundliche Fragen stellen. Du kommst aus dem Wolf. Okay. Oder? Ich dachte, der wäre. Nee, ich habe stärker gewählt, Mick. Ist die Tür noch offen? Stärke ist wohl wichtiger als Charisma. Nee, Charisma ist besser. Wenn du kommunizieren willst. Aber das kann er ja nicht. Das konnte er ja noch nie. Die Tür ist fest verschlossen, da kommt niemand rein. Oh, hochziehen. Verdammt! Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt. Große Ding. Das ist eine neue Bar da unten an der Straße. So ein Kerl hat erzählt, nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast. Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, du weißt schon, das große Ding liegen soll. Die das große Chance, Ding liegt doch also. Ich hab da auch was Großes dabei, Leute. Oh, was? Das Ding, wegen dem alle zurück sind. Muss ich wieder schneiden? Schatz. Ich wollte es extra nicht sagen. Was hier gibt es einen Schatz. Ja, gab eine Funkmeldung dazu. Aber solltest du nicht wissen, dass er da drin ist? Ich habe es dir gesagt, Lacey. Der Typ hat uns betrogen. Aber das waren unsere letzten Kronkorken. Nein, irgendwer muss ja was wissen. Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben. Wunderbar. Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast. Kein Problem. Es ist nur fair, dass ich mich revanchiere. Hast du irgendwelche Fragen? Im Moment. Oh, jetzt Charisma plus 2. Oh, jetzt wo du sagst. Ich glaube, ich kann auf die hier verzichten. Ich sag dir gern, was ich weiß. Ist nur nicht viel. Vor kurzem hat jemand per Funk gemeldet, dass in Appalachia ein Schatz vergraben ist. Wir wissen nicht was und wir wissen nicht genau wo. Aber die Leute sind so verzweifelt, dass jetzt quasi jeder, der ein Funkgerät hat, versucht, ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Die Monster schrecken niemanden ab. So ein Typ, den wir im Wayward getroffen haben, Carter, der hat uns ein paar Hinweise gegeben. Im Austausch gegen unser ganzes Geld. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Über Appalachia? So viel Infos, außer, dass es ein Friedhof ist. So viel dazu. Wir sind ja noch nicht lange hier, aber nach allem, was wir so gehört haben, das Gebiet hat's echt übel erwischt. Kurz danach sind diese Dinger aufgetaucht. Die Verbrannten. Die sind erbarmungslos. Haben wohl alle ausgelöscht, die Bomben überlebt haben. Und ohne Menschen ist dann alles außer Kontrolle geraten. Wir sind beide aus Virginia. Naja, was davon übrig ist. West Virginia, oder was? Es ziemlich. Und die wenigen bewohnbaren Flecken, die wurden schnell geplündert. Ich meine, hier sind vielleicht für jeden eine Machete drin. Besser als das, wo wir herkommen. Ich hab schon einige gekriegt hier. Damit, ich hab's verbessert. Falls uns deine Aufseherin begegnet ist, hat sie sich nicht vorgestellt. Andere kann Thomas nennen. Frag doch mal im Wer ist denn der Thomas? Ich habe den Eindruck gehalten, ich bin natürliche Blickfänger. Sei vorsichtig damit. Warum kann ich die Verbesserte nicht ausrüsten? Mit das Level dazu oder was? Lalelu. Flappigisch? Ich kann sie nicht ausrüsten, die Verbesserte. Wo liegt denn die? 5 ist die, auf die Waffe drauf geht, hast du rechts leider neben die Station zu dem. Ja, kann man noch näher ausrüsten. Okay, nehme ich erstmal die normale Level 2, aber dankeschön. Da brauchst du mal runter ins Camp für uns was zu essen machen. Bobby, achso, okay. So, wir nehmen natürlich die leuchtenden Pilze mit. Du kannst, der Rob, wie ich es schon gesagt habe vorhin, der kennt das Spiel nicht, der kennt es einfach nicht.
Er hat noch nie Fallout gespielt und für den ist das ja komplettes Neuland. Alter! Du schießt was auf mich. Ich würde sagen, wir gehen zum Knalli, oder? Wo rennst denn du hin? Ja, ich in mein Camp, damit ich... Wer hat was auf mich geschossen? Ja, komm weg dort. Oh, die verfolgen mich. Alter, was ist denn das? So, ich schlender hier durch die Botanik. Oh mein Gott. Ich hab grad einen Weg nach unten. Da, ich hab einen. Kann Knalli nicht mehr sehen, doch. Da unten auf dem Kompass muss ich als kleines Viereck vorgestellt sein. Ja, kleines, dickes Viereck. Was? Der Rob ist direkt in jede Schießerei verwickelt. Geh einfach weiter, Rob. Da geht's gleich instant in die nächste Kategorie, oder? Gibt's eigentlich den Mottenmann hier noch? Mottenmann. Ja, du hast das doch damals mit mir gestreamt, mit der Anne, oder? Oh, weißt du wie. Oh. Sollten wir jetzt noch nicht hingehen. Komm mal zu mir, ich hab hier Roboter am Arsch. Bitte. Bitte helfen. Wenn die Raider hier rot oder gelb? Werden sie es noch bereuen. Gelb. Dann weiterlaufen. Die tun. Hey, erst wenn du die angreifst, werden die rot und dann. Ja, passt schon. Nee, ich will jetzt nicht. Das machen wir später, Leute. Mit der Eulen reden. So, ein Zelt. Okay. Da draußen sind wir viel ungeschützter als in Foundation. Hier das Zeug immer ein bisschen einsammeln, Mutabären und sowas so findest. Ja. Das ist wichtig. Das kannst du nämlich essen, Rob. Okay, ich sammle gerade nur die Blumen. Kann ich die auch essen? Also jetzt kann ich einen Knalli. Die sind für sehen. Zutaten. Okay. Knallos, wo bist denn du? Oh, ein Käfer. Wichtig ist, Rob, dass ihr darauf achtet, Essen und Trinken hat echt Vorrang hier in dem Spiel. Oh, Riesenzecken, Alter. Wo sehe ich das? Unten rechts. Von okay. Ausdauerbalken. Also wenn der voll ist, ist alles gut. Die hören mich nicht reden, scheinbar. Was? Oh, Riesenzecken. Meine Fragen bleiben unbeantwortet. Alter, du kannst mich... Ich kann hier so viel Zeug zum Bauen sammeln. Ja. Aber ich lege erstmal das ab, was ich jetzt hier hab, ne? Wo ist denn dein Kack-Camp, Knalli? Warte mal, ich werd gerade angegriffen. Das ist mir egal, jetzt antworte. Vorhin hast du's nie gemacht. Wo ist denn dein Camp? Natürlich ist das auch scheiße für mich da gelaufen. Ich hatte... Wir hatten das ja schon mal gespielt und aber mein alter Bethesda-Login, der hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich kam nicht mehr rein, musste ich einen neuen machen und jetzt bin ich wieder eine Luftpumpe. Wie vorher auch schon. Ich wollte es gerade sagen. Aber wo Luftpumpe? Hier sitzt einer. In attraktive Holzprodukte umwandeln. Okay, was gibt's allgemein noch über Fallout 76 zu wissen? Das erste Fallout im Multiplayer, ne? Das ich gehört habe. Ja. Wir sind aus der Vault 76 gekommen. Genau, und die Vault war ein Schutzbunker gegen atomare, ne? Es gab tausende Raketen. Von Vaults. Und bei uns waren jetzt, wie ich das vorhin gehört habe, die klügsten und die besten. Wo ist denn dein Camp an? Knalli. Die ist der. Ich hab grad Bier und eine Schachtel Kippen genommen, ist das okay? Kannst du alles dann verschrotten, weil du brauchst Ressourcen. Ah, okay. Wie geht denn das Licht an beim Pip-Boy? Ich weiß das gar nicht mehr. Du bist dort, wo du eigentlich in den Pip-Boy reingehst, die Taste gedrückt halten. Achso. Das Lager muss ich auch aufbauen. Ist das ein fixes Lager oder ist das... Das ist jederzeit Umlagerung. Okay. Wo ist das Wayward eigentlich? Bist du ins Rob? Nein, ich sehe euch nicht. 100 Meter von uns entfernt. Okay, da, hier, da, jetzt sehe ich einen Knallfall, okay. Komm mal in meine Richtung. Ja. Ich setze jetzt eine Brille auf, das lässt mich nach außen hin intelligenter wirken. Mhm.
keinen Streit verursachen, Rob, ne? Nein, nein, alles gut. Wo ist denn das Kacklager? Ich dreh gleich durch, ich krieg gleich zu viel. Was, wenn du dich langsam drehst, so ein zähles Zelt. Nee, meins. Dieses, was ich eingesteckt habe in der Vault. Du weißt schon, weißt du? Hast du ein Lager? Kannst du hier auf dem Berg wahrscheinlich auch noch aktivieren. Ja, aber man müsste ja auswählen können. Wie geht denn das? Ich muss dazu sagen, raus. Leute, das sind alles Fallout-Anfänger hier. Ja, die absoluten. Ich springe da drüber. So, was gibt's noch? Wastelanders-Updates. Erst einmal jetzt bei Fallout 76 NPCs und eine Art Story-Mode, ne? Seit Mitte April gibt's das. Mhm. Und ja, wir haben uns dann überlegt, was können wir denn mal für ein Spiel spielen. Und hat der Big dann gesagt, Fallout 76. Der Knalli hat dann Server und ja, erst wollte ich was anderes spielen, das war uns aber zu hardcore. Nee, weil es einfach, das ist einfach wieder so ein PvP-Survival, da habe ich keinen Bock drauf. Du kannst ja da nichts aufbauen. Ich habe es ja in einem Video gesehen, du wirst nur weggerungst oder ja, weggerungst. Das bringt nichts. Also jedes Mal ein Let's Play zu machen mit 3 Folgen. Wie seid ihr hier runtergekommen? Langsam vorsichtig die Felswand runter. Einfach springen. Wie bitte? Also dort. Einfach springen. Gott. Ich habe diese Frage satt. Hattest du je das Gefühl, in einer Schleife gefangen zu sein? Wer labert denn hier? Das ist der Roboter. Die unterhalten sich gerade. Könnt ihr die Straße bergab folgen? Geht auch. Hast du einen Namen? Okay, gut, unten. Okay. Definitiv. Ach, die Robis. Hast du schon den mit dem Protektron beim Red Rocket? Ja. Ja, cool. Wurdest du geboren oder gemacht? Die reden miteinander. Vielleicht. Kannst doch ohne Nase riechen. Kannst doch ohne Nase riechen. Eine Rare-Kröte im Feind. Was hältst du von der ist ein bisschen rot, ne? Oder? So, aber ich mache jetzt hier erstmal Folgenende. Genau. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dann geht's direkt hier weiter. Tschüss.